Herzlich willkommen zum Gemüsefarm-Podcast. Ja, und wie immer an meiner Seite der gute alte Tomate. Hallo Tom. Hallo Arti, Schocke wie immer und hallo an das junge Gemüse. Und wir schauen heute mal wieder was von ZDF, genauer von 37 Grad, so eine Doku-Reihe. Wir haben hier eine Doku namens Die Farbe meiner Haut. Es geht um Rassismus-Erfahrungen in Deutschland. Ich glaube, von Also, denen hatten wir noch nichts tatsächlich, von 37 Grad, oder? ich glaube auch nicht. Wir hatten mal was von Frontal, meine ich, aber ich sehe ja 37 Grad. Wobei. Moment mal, Moment mal. Ich weiß, wir hatten mal eine thematisch ähnliche Doku. Auf jeden Fall, da ging es um Kanufahrer. Erinnerst du dich? Da war eine Ach, die da deutsche. in dem Kader war, Genau. Die war im deutschen Kader der Kanufahrerin oder so. Und die hat von ihren Rassismuserfahrungen gesprochen, die sie in Deutschland erlebt hat. Und das beste Beispiel war, dass einer der Trainer oder so sie mal als Neger bezeichnet hat. Also, das war das Schlimmste. Das war das Schlimmste überhaupt, was ihr passiert ist. Also, das war das beste Beispiel. Und ganz ehrlich, ich gehe irgendwie hier ähnlich von ähnlichen Größenordnungen aus, weißt du? Also, ich glaube, das wird hier ein gigantischer Heuclip. Du wirst halt so ein paar Schwarze sehen, die werden dann sagen, ah, die hat mich mal einer als Neger bezeichnet oder hat gedacht, oder wollte man ja mal die Haare anfassen. Also halt so dieses typische Heul-Ding. Ja, Aber ich will ich jetzt fühle hier dies, ich wirklich, fühle das, ja, genau. ja. Brunnen Was ich jetzt, vergiftet, mal wieder. Naja, ich will nur darauf sagen, worauf ich hier achten würde, und zwar, ob die jetzt wirklich sinnvolle Beispiele bringen für ihrer Meinung nach Rassismus in Deutschland. Also, ich prophezei schon, es wird irgendwie auf Polizei hinauslaufen. Wir werden das alles schön ausdiskutieren und zerreden. Ich merke schon. Okay, meine Prophezeiung wird wieder diese Mietengeschichte sein. Das ist also Die eines was? der Lieblingsbeispiele, dass man keine Wohnung gemietet bekommt, weil man schwarz ist Ja, oder sowas. genau. Strukturelle irgendwas, Benachteiligungsspaß. Genau. Und dann natürlich, ich bin im Basketballteam als Erster gewählt worden. Der positive Rassismus, Ja, okay, klar. genau. Dabei bin ich ganz schlecht im Basketball. Macht erstmal so von 50 Meter so einen Wurf währenddessen, Ja. ja. Okay, steigen wir ein, oder? Ja, los geht's. Viel Spaß. Sollten wir hier ganz kurz Pause machen wegen Lied und so, Lizenz? Ah, ja, Ich lass mal hab's mal gemacht. Sicherheitshalber, Ne? ja. Das klingt doch sehr nach dieser Mia oder sowas hier, ne? Ja, genau, Mia. Tanz der Moleküle war so der bekannteste Lied und Zirkus. Genau. Ich habe oft das Gefühl, dass ich, gerade weil ich dunkelhäutig bin und vielleicht nicht wie der typische Deutsche aussehe, schon nochmal zeigen muss, ich bin gebildet. Ich kann. Also, es geht gut los mit, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Ja, der ist eigentlich jetzt schon alles gesagt. Ja, toll. Ist schön, dass du das Gefühl hast. Ich brauche halt hier Beispiele. Irgendwie Statistiken am besten. Jetzt kommt mal hier Stilkritik auf hohem Niveau. Wenn du gebildet bist und Hochkultur hast, dann spreizst du noch den kleinen Finger ab, wenn du die Tasse so hältst. Ja. Mich gut artikulieren. Ich bin jetzt nicht dümmer oder schlechter oder weniger effektiv als du. Hier in Deutschland habe ich gemerkt, dass es gibt Unterschied weiß und schwarz. Und es gibt Leute, die denken immer, die Afrikaner sind unten oder die Afrikaner hat kein Niveau. Der Afghane hat kein Niveau? Ist das ein Afghane? Oder meint er, hat er gesagt Uganda vielleicht? Oder also Glaube, da müssen wir nochmal zurückspringen, oder? Das war ich habe zu eher sowas gehört. Wir konfus. müssen da nochmal zurück. Aber ganz ehrlich, ja, sein Deutsch ist auch ein bisschen schwierig. So. Moment. Ich merke, dass es gibt Unterschied, weiß und schwarz. Und es gibt Leute, die denken immer, die Afrikaner sind Ach, unten. Afrikaner. Er sagt Ah, Afrikaner. Gott, okay. Afrikaner oder so, ja. Gut, dass du das Afrikaner. verstanden hast. Ich hätte immer noch gerätselt. Ja. Oder die Afghaner hat kein Niveau. Jetzt klang es wie Afghaner, aber er meint Afrikaner. Ich denke, er meint Afrikaner. Und das regt mich ja auch schon wieder auf. Wie riesig ist denn Afrika? Meine Fresse, da gibt es, keine Ahnung, 50 Länder? Ja, das ist ja für uns natürlich alle gleich, weil wir böse Rassisten sind. Ja, natürlich. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne hier alle Traditionen, ich habe die sehr stark gepflegt. Und das macht es dann ganz oft wieder so kaputt, wenn ich dann von Menschen erfahre, dass die mich aber überhaupt nicht in der Gesellschaft so sehen oder mich da einfach vielleicht auch natürlich auch gar nicht drin haben wollen. Ah. Sie wohnt ja Warte mal, offen. ganz kurz. Ja.
Mir geht gerade so durch den Kopf, stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob das in Japan auch so laufen würde. Du kommst halt nach Japan irgendwie als weißer Typ und dann lässt du dir hier vom japanischen Rundfunk so eine Art Doku produzieren, wo du erstmal schön rumheulen darfst, ja, die sehen mich so als fremd an, nur wegen meiner Haut, weil kann ich so gut Japanisch und alles. Ich meine, kann doch die Tee-Zeremonie bis zum 10. Dan und es ist nun mal so, dass wenn du in ein fremdes Land kommst und einer anderen Ethnie angehörst, klar, so ganz dabei sein wirst du nie, will ich ganz ehrlich sein. Also du wirst nie ein Teil halt dieser Ethnie sein des Landes dann. Klar, du kannst dich anpassen und so, das wird immer zwischen dir stehen, da musst du einfach mit leben. Richtig. Das und ist nun mal leider so. Du musst ja perspektivisch sehen, also wenn es gut läuft, dann werden es deine Kinder und Kindeskinder halt irgendwann mal sein. Richtig, ja? Darauf kann man ja hinarbeiten. Darauf kannst du doch bauen. Meine genau, Güte. Und die Dame hier, die ist ja offensichtlich nicht dumm, kann gut Deutsch. Also die wird bestimmt uns auch wieder in leuchtenden Farben hier erzählen, was sie alles Tolles erreicht hat. Also ja, dann soll sie halt auf ihre Kinder hinarbeiten. Das ist dort. Also dass die dann irgendwann komplett wahrgenommen werden als Deutsche. Bei ihr wird es halt so nicht gehen. Das sehe ich einfach auch so. Ja, also komm halt klar, gut. Ich werde auch nie als Japaner gelten, wenn ich jetzt nach Japan auswandere. Genau, wir haben da einfach das Problem. Ethnische Volksverständnis, wofür uns der Verfassungsschutz abstrafen würde. Aber das ist nun mal das Standardverständnis von Volk, was die Menschen irgendwie hunderte Jahre lang hatten. Also ich meine, ja, Deutsch ist, wer deutsche Vorfahren hat. So einfach. Es ist ja nicht bloß auf Deutschland begrenzt. Also Französisch ist, wer französische Vorfahren hat und Kongolese ist, wer kongolesische Vorfahren hat. Ja, alles klar. Und das ist halt das Absurde, dass uns das heute in den letzten 50 Jahren dieses ganz simple Grundverständnis von Abstammung ausgeredet werden soll. So, also das soll es gar nicht mehr geben. Deutsch ist, wer sich deutsch fühlt, ist jetzt so das Thema. Ja, fast schon so ein bisschen transmäßig. Ja, irgendwie schon, ja. Es ist absolut beliebig, ja. Na, immerhin musst du dir jetzt nicht irgendwelche Fleischstücken abhacken als Ersatzorgan. No? Ja. Juhu. Die 40-jährige Jessica wohnt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Berlin. Sie wuchs als Kind einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters in Heidelberg auf. Ist doch wieder dieses Happy White Woman Meme irgendwo, ne? Auch auf dem Land. Ja, das war schon echt eine sehr weiße Umgebung. Und es war schon auch sehr spannend, weil wir sind da einfach wirklich sehr rausgestochen, ne? Und ich glaube, es wurde viel über uns gesprochen. Ich glaube, es war auch für meine Großeltern gar nicht so einfach. Du glaubst das? Oh Gott, ja. Natürlich, naja, aber gut. Natürlich ehrlich, werden sich Punkt die Leute über euch das Maul zerreißen, einfach weil ihr anders seid. Ja, das ist den Punkt immer gebe ich dir so. Aber das muss ja auch halt nichts so. Schlechtes sein. Also, ja, muss man halt drüberstehen. Richtig. Also, und Ness und Heuklip hier im Fernsehen bringen. Also, das ist das meiste, was mich stört. Dass wir jetzt da über auf großer Bühne von 18,36 Euro im Monat bezahlt, jetzt hier so einen Clip kriegen. 30 Minuten lang Geheule. Ja, vielleicht wird es ja noch besser. Jessica fühlte sich oft einsam. In ihrem Elternhaus wurde nicht über Rassismus geredet. Diese Situation, in der ich mich so alleine gefühlt habe, zum Beispiel das Spiel Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Es war für mich immer so, oh Gott, haben die Angst vor meinem Vater? Also wenn ich sowas Lehrern gesagt habe, die konnten damit auch nicht umgehen. Die waren dann eher so, naja, das ist doch nicht so schlimm. Oder auch das N-Wort. Also jetzt hier zum Beispiel der Punkt mit dem Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich weiß nicht, das hat sie vielleicht ein bisschen in den falschen Hals gekriegt. Oder zumindest, ich kann das nur aus meinem kindlichen Verständnis sagen. Damals schwarzer Mann, das hatte jetzt nichts mit der Hautfarbe schwarz zu tun. Also schwarzer Mann, das war... Das schon Schwarzenegger oder was? Ja, einfach in meiner Vorstellung war der schwarze Mann einfach schwarz. Die Farbe stand eher einfach so im Ganzen... Für dreckig und ungepflegt, oder was? nein, eher für was Böses, wie ein Monster oder so. Jetzt, um Gottes Willen, kriegt das bloß in den falschen Hals. Ich meine jetzt nicht schwarze Menschen oder so, ne? Ich meine einfach so wie zum Beispiel in Stephen King, der dunkle Turm, da gibt es hier der schwarze Mann. Der Black Man, das ist halt der Bösewicht. Und so habe ich mir das auch als Kind vorgestellt. Das ist jetzt kein Mann, der schwarz ist. Es ist einfach ein schwarzer Mann, irgendwie schwarz gekleidet, der hat was Schwarzes an sich. Der ist kein Mann des Lichts. Weißt du? So war das in meiner kindlichen Vorstellung. Das hatte überhaupt nichts mit Hautfarbe zu tun. Ja. Oder war das bei dir anders? Hast du bei Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann wirklich an Schwarze gedacht? Nee. Also, ehrlich gesagt, fand das gar nicht statt, dieses Spiel bei mir. Okay.
Ich habe das dann irgendwann mal gehört, so dass das so ein Kinderspiel ist, aber ehrlich gesagt ist mir das nie über den Weg gelaufen. Tatsächlich. Aber was ist denn mit dem schwarzen Peter? Zum Beispiel im Kartenspiel. Da wurde ja einem der schwarze Peter zugeschoben. Hast du das auch irgendwie ethnisch gesehen? Nee, gar nicht. Also da habe ich dann eher so an irgendwie so den Teufel oder sowas gedacht, tatsächlich. Genau, und genau das meine ich. Du hast eher an eine böse, schlechte Figur gedacht. Du hast die Farbe schwarz jetzt assoziiert mit was Bösem, jetzt nicht mit der Hautfarbe. Und wie gesagt, ihr lieben linken Zuschauer, bitte, also ich sehe es schon kommen. Naja, ist ja klar, weil schwarz, das ist, steht jetzt für das Böse. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr simpel gedacht. Ja. Für euch. Ja, also sagt man das halt, das hat man schon immer so gesagt. Ne? Also habe ich halt gelernt, okay, ich kann mich eigentlich an fast keinen wenden. Und es kann sogar sein, dass die recht haben und ich jetzt, weil ich ja alleine stehe. Jetzt wäre die Frage, welches N-Wort, darum geht es ja gerade hier, meint sie denn? Geht es halt um Neger oder die Beschimpfung? Ja, wie Nocker so. Ja. Also wie das Eis Nocker. Ich rede jetzt hier von dem Eis Nocker. Das andere Wort darf ich auf YouTube nicht sagen. Ja, aber du, genau, da müssen wir ja unterscheiden, weil Neger ist kein Schimpfwort. Nun mal, das ist. Ihr macht es gerade zu einem, aber schlussendlich ist es einfach keins. Also entspannt euch einfach mal und dann haben wir. Nie eins gewesen, ja. Nie eins gewesen, ihr macht es zu einem. Also ich meine, ich muss auch da wieder mit Stephen King anfangen. Ich hatte letztens ein bisschen so eine Stephen King-Phase. Ich hatte letztens ein Buch von ihm gelesen: The Final Stand. Das ist aus den 70ern. Die Übersetzung, die ich gelesen habe, ich glaube, die war aus den 90ern oder so, also noch gar nicht so alt. Und da wurde zum Beispiel an einer Stelle geschrieben, der hünenhafte Neger hatte eine M4 in der Hand oder sowas. Weißt du, da war das halt das, wo die Seuche, gesprochen. Die fast die ganze Menschheit weg. Ja, genau. Und da gab es halt Stellen, da wurde von Negern gesprochen. Und das war jetzt in dem Sinne, das war jetzt kein rassistisch abwertender Begriff, das war einfach nur eine Beschreibung, was für eine Art Mensch das war. Weißt du? Ja, ist halt wie Weißer irgendwo. Ja, ne? Ja, eben. Dass das jetzt verpönt ist, das ist einfach nur eine Erfindung der letzten Jahre von euch. Definitiv, das ist so linguistische Tretmühle, von der immer gesprochen wird. Dann ist halt Neger, darf man nicht mehr sagen. Dann als nächstes darf man auch Schwarzer nicht mehr sagen. Dann irgendwann darfst du Mock oder Ja, Mock hat man genau, Mensch of Color. Also da wird sich einfach immer was Neues ausgedacht, weil halt die Bedeutung mit diesen Worten mitwandert. Mal gucken, wie lang das dann am Ende wird, die Beschreibung, die man dann nach 2 Monaten auch nicht mehr sagen darf, weil, ne? Mensch mit Melanin-Hintergrund oder so. Mhm. Ja. Dass irgendwas tatsächlich an mir falsch ist. Das musste ich schon sehr lange immer wieder verarbeiten. Ja, man denkt eben, dass es was ist, was heutzutage nicht mehr vorkommt. Doch erst vor kurzem erlebt Jessica wieder, dass sich immer noch viel verändern muss. Und zwar ging es da darum, dass ich hier in Berlin in Pankow auf so einem ganz, ganz netten Kinderbauernhof war. Und die Situation war total entspannt. Es waren 3 Kinder an der Rutsche. Die haben zusammen gespielt. Und dann plötzlich guckt mich eins der Kinder so ganz genau an, guckt mir ins Gesicht und will mir irgendwas sagen, guckt mich ganz lange an und sagt mir in die Augen, ich hasse braune Haut. Also bitte, du willst ein jetzt... Ein Kind sagt sowas. Alles klar, ein Kind alles klar. Sagt sowas. Du bringst hier als Rassismuserfahrung etwas, was ein Kind sagt. Und davon fühlst du dich beleidigt. Alter Schwede, was ist bei dir los? Ich würde sogar, also erstens das und zweitens, klingt das für dich nach einem Satz, den ein Kind sagt? Ach so, du meinst, das hat so eine Paulanergarten... Ja, Paulaner ehrlich gesagt, ja. Nee, also wir reden hier auf einem Kinderspielplatz. Weil Kinder sind halt sehr... Ich weiß schon, Kindermund tut Wahrheit kund, aber so ein Satz? Kinder haben halt keinen Filter. Also nee, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber eben weil halt Kinder keinen Filter braune haben... braune Haut als Kind? Würde ich sagen, das war halt jetzt einfach ein unartiges Kind oder so. Oder weil, klar sollte man das nicht sagen. Also ich hasse irgendwas an dir. Also egal, was es ist. Irgendwie, wenn ich jetzt jemanden sehe, der lange Haare hat, ich hasse lange Haare. Das soll man als Kind einfach nicht sagen, sollten die Eltern... nicht das Kind so erziehen. Für mich ist es Paulanergarten. Ehrlich gesagt. Aber ja gut, ja, scheiß drauf. Ist egal. Es hat auf jeden Fall harte Paulanergarten. Und ich finde das Beispiel doof. Okay. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, wie meinst du das jetzt? Und ich habe irgendwie angenommen, vielleicht hat er das jetzt nur so gesagt. Und das Kind dann so, düpp, düpp, düpp. Ja, und dann reckte sich der rechte Arm. Ja, alles klar. Ja, genau. Ich habe dann immer wieder wiederholt gesagt, nein, ich hasse einfach braune Haut.
Und dann habe ich ihm gesagt, naja, kannst du auch verstehen vielleicht, dass es für mich sehr verletzend ist, wenn du das sagst, weil ich habe ja braune Haut, siehst du ja. Und er hat gesagt, naja, ist mir egal. Ah, dieses Kind, ey. One in a million, ja. Der 49-jährige Jerome kam vor 15 Jahren aus Kamerun nach Deutschland. Seit 5 Jahren arbeitet er als Busfahrer in Mainz. Er mag seinen Job, obwohl er... Warum bist du aus Kamerun gekommen? Erzähl mal. Also, das wäre doch mal interessant zu wissen. Was machst du hier? Ich guck mal, Kamerun-Krieg, Kriege und Konflikte. Gut, das kriege ich jetzt so schnell da gebacken. Das ist tatsächlich... Was war das, 2008 die Ecke? Ja, war da irgendein Krieg? Ist nichts im Gedächtnis da in der Ecke. Mir tatsächlich auch nicht. Naja, dieses ganze Thema Asyl ist ja eh so ein Ding. Es kommt hin zu Kunst und bleiben tut am Ende einfach jeder. Gut, und dass wir hier offenbar jemanden haben, der sich aber wenigstens integriert hat, der unsere Sprache gelernt hat, arbeitet, das ist ja schon mal löblich. Aber dieses ganze System ist wirklich abzulehnen. Also, ja. Häufig rassistisch beleidigt wird. Jeden Tag befördert er bis zu 1500 Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten. Es gibt manchmal Situationen, die Leute wollen aussteigen, die kommen manchmal vorne. Ja, scheiß Neger oder scheiß Afrikaner, denn sie gehen einfach raus. Ich versuche erst einmal ruhig zu bleiben und meine Arbeit weitermachen. Aber ist nicht so einfach, weil die Beleidigung, das kommt direkt in meine Head. Und ich fühle mich diskriminiert, ich fühle mich vielleicht unten, aber ich versuche meine Arbeit weiterzumachen. Ich mache mal hier kurz Pause. Ich weiß nicht, Arti, was denkst du, was für Leute das gewesen sind, die einfach so in den Bus kommen und sagen, scheiß Neger? Also ganz ehrlich, um die Frage zu beantworten, irgendwas mit 2,8 im Kessel, würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall Besoffene. Und ich muss sagen, er ist wirklich so richtig der Posterboy, wie man sich so einen richtig gut integrierten Neger vorstellt, schlussendlich. Ja, ich finde auch, er kann richtig gut Deutsch, er ist sympathisch, hat so eine richtig schöne Klangfarbe in der Stimme, wo man klein hat auch so eine sympathische Muschelkette, das ist wirklich so der typische Typ, wenn dir einer sagt, ja, es wird bei uns bunt, also der wirkt sympathisch, weißt du, ja, wo ich richtig, sagen kann, richtig, ja, von mir aus, er bringt noch so irgendwie seinen eigenen Stil mit, wegen mir, aber ja, wenn's in Maßen ist, das darauf kommt es immer an, wenn es in Maßen ist, können wir sowas auch aushalten, aber ja, 5 Millionen solcher Leute ist dann halt auch wieder. Das Problem sind ja nicht die Neger, die arbeiten, sondern die es eben nicht tun und nicht unsere Sprache lernen und in irgendwelchen Parks rumlungern. Ja, also er ist wirklich so die Ausnahme. Also ganze Nebenbeschäftigung haben. Ja. Ruhig bleiben. Wegen des großen Fachkräftemangels werben die Mainzer Verkehrsbetriebe schon lange Busfahrer aus aller Welt an. Die Belegschaft ist sehr international. Man ist froh über jeden, der hier arbeiten möchte. Doch über seine rassistischen Erfahrungen im Bus kann Jerome hier mit niemandem sprechen. Ich bin ja auch manchmal, werde ich auch schon hier dick fett sagt, so, ja, irgendwo so Beleidigung, ja. Und das geht doch nicht da rein, da raus. So. Das finde ich ist ein interessanter Punkt, weil, was ich mich schon frage, gut, der wurde jetzt beleidigt, okay, sagen wir mal, das stimmt, so. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel dieser Typ da säße, wäre er vielleicht nicht auch beleidigt worden? Also das ist einfach eine Art, vielleicht eine Gruppe Jugendlicher war, die jetzt generell irgendwie rumpöbeln will. Oder halt ein Besoffener oder irgendwas. Weißt du? Und die sucht sich dann halt irgendeine Eigenschaft an dir aus und tut dann darüber abmaulen. Und ich meine, bei dem die offensichtlichste Eigenschaft ist immer seine Hautfarbe. Seine halt... dass er übergewichtig ist oder was auch immer, ja. Oder bei ihm ist Übergewicht, genau. Also ich bin immer sehr vorsichtig, ihr merkt das. Also bei diesen ganzen Beispielen, ich kann das irgendwie. Ich weiß, es ist halt auch. Es so, ist auch super leicht, sich so, wenn du jetzt mal diese Gruppe Jugendliche nimmst, hey, wir gehen feiern und machen Party und du Spast musst halt arbeiten. So. Da fängt es halt schon an, dieses Ungleichgewicht. Ja, klar. Und dann kommt halt im jugendlichen Übereifer so ein Spruch, natürlich. Also. Ja, ich merke schon, der Kritikpunkt an uns wird jetzt natürlich sein, dass wir Leuten ihre Erfahrung absprechen wollen, weißt du? Dass wir halt sagen, das ja, die Verharmlosen. So. Ja. Das Verharmlosen. Oh, pardon. Das Problem ist halt, ja, also ich bin halt über die Jahre sehr vorsichtig geworden mit solchen Erzählungen von wegen Rassismus. Ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel, erinnerst du dich noch an diese, ich glaube, von Kurebu,
Da gab es so ein Online-Portal, da konnte man Rassismus erfahren. Ach Gott, einsenden. Ja, Gold, ja, Gold das war ja, das. Das ist ja schon Jahre her, genau. Und da hat der Kasper ganz wunderbare Videos gemacht. Da hat er nämlich übelst viele Geschichten, also von der Honigwabe, Kasper Karst, alias Idiotenwatch. Der hat dort verschiedene Geschichten eingesandt, in denen er halt erzählt hat, ja, ich wurde hier beleidigt und ich bin Asiaten, haben immer einer auf meinen Schwanz geschaut und gesagt, ja, das ist so ein kleiner Reiswaffel oder irgendwas, hat er sich halt die absurdesten Sachen. Das ist ein Schwanz. Ja, die absurdesten Sachen ausmachen. Genau, so war das. Und dann hat er halt aufgelöst, ja, die Sachen, die dann in diesem Online-Portal gelandet sind, die hat er sich halt alle ausgedacht, die waren alle erfunden und ja, jetzt ist es, also, alle bis auf die eine, wo der Asiate im Bus genießt hat und der Türke sich rumdreht und ja, ja. Das ist genau, nicht reingekommen. Die kam komischerweise nicht rein. Jedenfalls, was ich sagen will, das sind halt hier alles so Einzelbetrachtungen. Ich weiß gar nicht, welche Geschichte von wem hier stimmt. Das sind, nee, also ich weiß nicht. Ich bin da gar kein Fan von. Ja, also du ganz ehrlich, ich gebe dem das, das wird passiert sein. Aber hast du denn kein dickes Fell? Also jeder von uns muss sich irgendeine Scheiße anhören. Das ist in dem Moment unangenehm. Aber wenn es ja bei so einem Spruch bleibt, ist es nach 2 Tagen vergessen. Also da sage ich nicht nach 10 Jahren. Also damals 17.10 Uhr, als ich im Bus 93 nach Berlin-Pankow gefahren bin. Da ist die Welt zusammengebrochen. Ja, auf jeden Fall. So ein Bullshit. Da wurde ich fett genannt. Und dann auch als Neger bezeichnet. Ja. Das ist schon aufregend. Ja, wenn da mal einer da sagt, mein Gott, muss man überhören. Ich fand, was der Mann gesagt hat, passiert. Ja. Auch die Leitung Bärbel Schmitz weiß um Probleme der Fahrer. Wenn jemand eben sich abfällig äußert gegenüber unserem Fahrer, das bekommen wir gar nicht mit und wir versuchen natürlich auch unserem Fahrpersonal. Wurde jetzt weiter erzählt hier. Ich hätte das ja nicht filmen lassen, wenn ich gerade meinen Tisch putze. Ja, das war jetzt so komisch. Das klingt so, hey, das Kamerateam kommt, ich muss hier meinen dreckigen Tisch schnell säubern. Oh scheiße, die filmen schon. Kacke, kacke, ja. Kacke. Also sagen, versucht deeskalierend zu wirken und versucht euch nicht provozieren zu lassen von Fahrgästen. Jerome macht die Erfahrung, dass selbst bei Auseinandersetzungen auf der Straße Schwarze keinen Schutz erhalten. Es gibt Situationen, die Leute sind sehr aggressiv. Zum Beispiel auf der Straße, ein junger Mann, der hat gesagt, scheiße Neger, scheiße Afrikaner. Ich war sehr sauer. Dann habe ich gesagt, nein, du darfst nicht so sagen. Und es war eine kleine Diskussion. Ich wollte die Polizei anrufen, aber die Polizei sind immer an der Seite für die Deutsche. Ja, die kommen, manchmal sie fragt uns nicht, was passiert. Ich höre erstmal, was die Deutsche hat gesagt. Sorry, da muss ich jetzt sagen, Bullshit. Das glaube ich so nicht. Ich meine, gerade unsere deutsche Polizei ist doch so eingeimpft worden mittlerweile. Ja, du darfst bloß keinen Rassismus begehen. Da geht es um irgendwelche Chats, wo irgendein Witz gemacht wird zwischen Polizisten. Das wird schon an die große Glocke gegangen. Also das ist doch alles so durchgewogt in allen Polizeiebenen. Also das glaube ich nicht, dass die Polizei in Deutschland rassistisch ist. Und, also ich habe mich gerade gefragt, von wann das Video hier ist. Also ist das von 1990 oder was? Also ist es natürlich nicht. Das ist bestimmt hochaktuell, aber... Das ist hochaktuell, das ist vom 15. Februar 2024. Aber ist ja so, wie du beschreibst, erzählt hier irgendwas, was ich mir so in den 90ern noch hätte vorstellen können vielleicht? Ja, aber aktuell nicht. Also da muss ich wirklich sagen, Paul Lanagarten, das glaube ich ihm einfach nicht. Das glaube ich ihm nicht. Vor allem, dass die Polizei per se auf der Seite der Deutschen ist, naja, kommt halt wahrscheinlich auf den Fall an. Also das, was er da geschildert hat als Situation, Blödsinn. Ja, finde ich auch komisch. Vor allem, schade, dass er jetzt in diese Opferrolle abkleidet. Ja, das ist echt schade. Du holst doch nicht die Polizei eigentlich, wenn einer sagt, scheiß Neger. Also das finde ich ja auch eine komische Reaktion. Also glaube ich ihm einfach nicht. Da sagst du halt, du bist ein Spinner oder ein Wichser und gehst weiter. Ja, fick dich und genau, gehst deine Wege. Ja. Ja. Oder haust dem in rein. Ich meine, der ist ja gut durchtrainiert. Ja, ja. Echt seltsam. Jerome würde am liebsten wieder zurück nach Kamerun gehen. Doch seine drei... Oh, wir geben dir noch ein paar tausend Euro und dann... Das finde ich richtig gut. Für den Flug und... Jerome ist bester Mann. Ja. sind in Deutschland geboren. Alle 2 Wochen wohnen sie bei ihm. Als afrodeutsche Kinder haben auch sie es schwer. Die meisten Probleme bei
Warte, was? Also. Die Kinder haben es schwer. Die Familie ist also in die Brüche gegangen? Demzufolge? Ja. Okay. Ja. Na, sehr schön. Und er will jetzt gehen als guter. Aber wegen der Kinder bleibt er hier, oder was? Ja, noch. Irgendwie so klang das, ja. Auch sie ist schwer. Die meiste Probleme bei der Kinderseite ist Provokation. Weil sie sagt, warum bist du schwarz? Warum bist du schwarz? Warum hast du Schwarzfarbe? Ja, und das irritiert die Kinder. Und denke, das ist auch nicht gut für die Kinder. Und die Kinder auch gemerkt in der Schule, die nicht mit allen Kindern spielen. Es gibt Kinder, sie wollen nicht mit meinen Kindern spielen. Wollten mit dir alle Kinder in der Klasse immer spielen? Damals? Nee, auf keinen Fall. Also Krüppchenbildung gab es doch nach der ersten Woche in der Schule. Ich war jetzt nicht das unbeliebteste Kind oder so, auch nicht das beliebteste, aber klar, es gab einfach Leute, die wollten mit mir spielen. Erstmal ganz klar die Mädchen. Wollten erstmal mit Jungs spielen. Ja, und dann auch verschiedene Jungs vielleicht. Also ich meine, ich war jetzt zum Beispiel nicht so der Fußballtyp, war erst so der Lego-Bauer oder so. Also die Sportler-Asse in der Grundschule schon, wollten vielleicht eher weniger dann mit mir was machen. Also das ist halt so. Das ist völlig normal, ja. Achso, bevor es weitergeht, was hältst du eigentlich von diesem Begriff Afrodeutsch? Ja, interessant, dass du sagst, weil da habe ich auch schon drüber ein bisschen geschmunzelt. Ich mag den gar nicht, weil das ist wieder, finde ich, so eine Verenglischung. Also das kommt irgendwie für mich aus dem Ami-Land, dieses African American, weißt du, und dass wir das jetzt für uns übernehmen, ja, Afrodeutsch, vor allem, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie Deutsch-Türke, also dieses Halb-Halb-Ding. Entweder du bist deutsch oder du bist es nicht. Also, und er ist halt... Ja. Gut, bei den Kindern könnte man sich wirklich überlegen, also wegen mir, ich meine, die sind ja nun mal halb-halb. Weißt du, wenn die eine deutsche Mutter haben und einen afrikanischen Vater. Gut, ja, mich stört halt dieses, dass das afrikanisch ist. Wie gesagt, Afrika ist ein scheiß Riesenkontinent mit zig Kulturen. Also du wirst... Ja. Ne, und du scherst die alle über einen Kamm. Ja, die scheren sich irgendwie so selber über einen Kamm. Letztlich dann auch nur wieder wegen der Hautfarbe. Ja, wir sind jetzt Afrodeutsch. Nee, du bist ja dann aber selbst ein Nordafrikaner, wie er jetzt ist, also ein Muslim, ist ja nicht schwarz. Nee, ist klar. Also dieses so Thema Afrodeutsch, Scheiß. Das nehmen die ja immer eher für Subsahara-Afrikaner. Also alles unterhalb des Sahara, die ganzen Länder. Die werden halt zusammengefasst als Afro. Aber ja, also das finde ich an der Stelle auch von denen... Ich würde den Begriff nicht verwenden, weil sag doch, ich bin kongolesisch-deutsch oder so, wenn du so richtig ein Ding machen willst. Also Afrodeutsch, da geht es halt wieder am Ende nur um das Thema Rasse, bei diesem Thema Afro. Weil es geht nicht um deine Nationalität, sondern dann um deine Rasse. Ach so. Ja, weißt du, was eigentlich. Ich meine? Ja, du tust halt ja, deine doch, Rasse doch. So in den Vordergrund spielen. Und das meine ich, ist dieses auch dieses African-American-Ding. Wenn du sagst, ich bin African-American oder er ist ein African-American, dann tust du ja in dem Sinne, er hat den schon letztlich unterscheiden an halt seiner Rasse, seiner Herkunft. Also ich meine, bei einem jüdischen Amerikaner oder einem deutschen Amerikaner Herkunft, was weiß ich, da sagst du halt, er ist American. Gut, ja. Klar, man kann sich jetzt drüber streiten. Ich meine, das ist ja nun mal auch eine... es ist ja auch trotzdem am Ende... dieser Rassismus her? Naja, aber es ist ja trotzdem am Ende die Wahrheit, also eine Zustandsbeschreibung. Jetzt zum Beispiel, wenn man jemand nach dem Aussehen beschreiben will, jetzt zum Beispiel eine Täterbeschreibung oder so bei der Polizei... Ein Mann. Dann brauchst du vielleicht den Begriff schon. Dann brauchst du vielleicht schon den Begriff African American. Auf jeden Fall Afrodeutsch. Ja, ich mag den nicht so. Ich finde, das ist irgendwie so eine. Das ist so reingekommen die letzten Jahre. Das habe ich noch nie vorher gehört. Das ist wieder so eine Veramisierung, finde ich. Ja, ich finde das halt interessant, dass wir wollen ja immer sehr individuell sein und so. Und dann machen wir halt diese riesige Gruppe auf, die eigentlich. Ja, nichts miteinander zu tun hat, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Na, das heißt, es geht ein bisschen. Also, ja. Ja. Es ist echt komisch. Ich bin ja. Okay, ich ganz kurz. Ich bin jetzt bei ihm gespannt, wo er hier Rassismus und Benachteiligung ausmachen will in seinem. Was ist das, ein Mercedes oder sowas, ne? Ja. Echt nice. Also er wird ihn jetzt ja nicht gerade GTA-Style-mäßig geklaut haben, sondern das ist schon seiner, also der Arme. Ach so, und das ist bestimmt der vom Anfang. Mit der Teetasse, ja. Genau, der so gepflegt und kultiviert mit der Teetasse da saß. So eine sozial schwächere Familie,
aufgewachsen. Ich habe mit meinen Geschwistern zu viert, haben wir in einem 15 Quadratmeter Zimmer gewohnt. Wir hatten eine Wohnung, da waren wir zu sechst als Familie, in einer 70 Quadratmeter Wohnung. Cedrics Vater war Psychologe, seine Mutter Buchhalterin. Beide hatten aber wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie taten alles, um den Kindern zum beruflichen Erfolg zu verhelfen. Wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, sich entsprechend zu kleiden, wird man in der Gesellschaft definitiv anders wahrgenommen. Ne? Ich weiß, wenn ich halt entspannt in der Jogginghose rumlaufe, werde ich definitiv anders oft wahrgenommen, als wenn ich ein bisschen schicker unterwegs bin. Wow, das wird jeder übelste Erkenntnis, Mensch. Übelste Erkenntnis, ja, das geht mir auch so. Und ich bin weiß. Also das geht jedem. Klar, wenn du in der Sparkasse aufschlägst, in einem Anzug denken die Leute vielleicht, du willst da irgendwie dicke Geschäfte machen und wenn du da kommst in der Schlapperhose, dann denken die, oh scheiße, ich muss hier den Notschalter drücken. Ja, oder ist ein Typ, der auf seinem Girokonto die letzten 10 Euro rausziehen will. Also klar, Kleider machen Leute, meine Güte. Mein Gegenüber nimmt, dann hat dann meistens etwas mehr Respekt. Wenn man dann wahrscheinlich denkt, okay, der hat sich was erarbeitet, der hat ganz gut Geld und deswegen hat man in der Regel, oder zumindest ist meine Erfahrung, werde ich vom Gegenüber anders wahrgenommen, beziehungsweise wird mit mir anders umgegangen. Respektvoll umgegangen in der Regel. Eltern wie Kinder kämpfen mit Rassismus. Aber es bleibt auch bei Cedric immer ein Tabuthema in der Familie. Wo war das jetzt Rassismus? Ja, vor allem, ich will jetzt wirklich mal... Hey, ich zieh mich schick an, du Rassist. Weil, ich meine, klar, der spricht super gut Deutsch, hat ein schickes Auto, der wird bestimmt was Gutes aus sich gemacht haben. Und da ist mein Hauptangriffspunkt nämlich, warum sprichst du dann von Rassismus in Deutschland, wenn du offensichtlich eine gute Karriere hier haben konntest? Also, die wurde ja in dem Sinne nichts in den Weg gelegt. Also, wir haben ja ein meritokratisches System, eine Leistungsgesellschaft. Wenn du Leistung bringst, dann ist es eigentlich egal, welche Hautfarbe du hast. Dann wahrscheinlich so, ich hab's geschafft und 999 meiner Brüder sind auf der Strecke geblieben. Ja, das ist so ein genau. Spaß. Ja. Und bei denen war es nur die Hautfarbe. Genau. Und zwar, ne wie ich, Abitur geschafft, aber ja, es liegt an der Hautfarbe. Ich glaube, es kann sehr gut sein, dass dieses Opfer sein, Opfer von Rassismus zu sein, etwas ist, was man als unschön empfindet und deswegen nicht wirklich gewillt ist, das zu teilen. Dass man sich dafür schämt, dass man sagt, dass man sich dann... Boah, ey, guck mal, auch die Bilder gerade schon, er geht hier durch die buntesten Viertel Berlins, oder denke ich doch, dass es Berlin ist, Neukölln, was weiß ich sehe hier überall Ausländer. Das ist bestimmt Berlin. Und heult hier was, also nur Dönerbuden überall und guck mal hier zum Beispiel das Standbild, was wir hier für Leute sehen. Also sehe ich keine ethnischen Deutschen. Und dann nee, heult also er uns was Türken, im Fernsehen. Dann noch eine Schwarze und dann wahrscheinlich irgend so ein Jura vielleicht? Keine Ahnung. Genau. Ich hätte jetzt bloß die Hälfte von dem, aber... Jedenfalls, und dann fängt er an, hier irgendwas mit Rassismus zu heulen. Also das ist doch wirklich einfach nur... Das ist ein Treppenwitz, ja. Das Vorwürfe macht. Ja, ich bin selbst dran schuld, weil man eigentlich nichts dafür kann. Nach einer Studie der EU-Agentur für Grundrechte vom Oktober 2023 in 13 Ländern machten 76% der Befragten in Deutschland seit 2018 rassistische Erfahrungen. Der Studiendurchschnitt lag bei 45%. Also ich wette, das ist wieder so eine richtige Scheißstudie. Mit so schwammigen Fragen. Wobei, du bist ja der Soziologe hier, aber... Ja, solche Studien sind leider hart anzuzweifeln. Ja, natürlich. Das ist ja bei 1000 Studien. Also zum Beispiel auch sowas wie die Mitte-Studie zum Beispiel, wo es darum geht, dass irgendwie 80% aller Deutschen rassistisch sind. Und irgendwie 70% aller SPD-Mitglieder, solche Sachen. Also es kommt immer extrem viel an bei solchen sozialwissenschaftlichen Studien leider auf die Fragestellung. Deswegen bin ich auch extremst kritisch der Soziologie gegenüber. Mhm. Extremst, ja. Drick kennt das seit seiner Kindheit. Damals bin ich mit, ich glaube, das war in der 6. Klasse tatsächlich gewesen. Da hatten wir einen Tagesausflug gemacht. Und da war das so, dass wir auf der Rückfahrt kam da eine Person rein, männlich, circa 40 Jahre alt, deutsch. Und hatte so ein bisschen rumgepöbelt, hatte auch schon relativ gut Alkoholintus und hat dann zu allen meinen Mitschülern, ja, du bist gut, du bist deutsch, das ist super. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesehen, nee, du nicht, du musst raus hier, du gehörst hier nicht her. Das war Alter, was bringst du denn hier für Beispiele von irgendeinem besoffenen Typen? Von vor Merkst du 30 selber noch? Jahren, ne? Von vor 30 Jahren, das sind die besten Beispiele, die du bringst, meine Güte. Ich will jetzt mal ein Beispiel bringen, was weiß ich, institutioneller Rassismus. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt kommt, er hat dann den Besi genommen und auf mich eingeschlagen oder sowas, aber ah, das sind nichts. Hier nur Heulthemen. Es regt auf, dass echt die Leute den Eindruck haben, über sowas eine Doku machen zu müssen beim ZDF. Das gibt's doch gar nicht. Ein sehr prägendes Erlebnis für mich gewesen und obwohl ich mich doch relativ deutsch gefühlt habe, dass ich von... Okay, was heißt das denn jetzt für dich? Erzähl doch mal, was heißt das für dich, deutsch zu sein?
Wird da was kommen? Tiefsinnig? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ist halt, oh, es steht in meinem Pass. Jede Wette. Ja, ja, das ist halt das Thema. Also, ja, wir hatten das schon, das Thema angesprochen, Deutsch und Ethnie. Das ist, es ist nun mal so die Standarderklärung, die jeder normale Mensch hat. Wenn du ihn fragst, du zeigst ihm verschiedene Bilder von Leuten, weißt du, was ich, von einem Schwarzen, von einem Araber, von einem Weißen. Fragst ihn, wer ist der Deutsche? Dann wird er wahrscheinlich nicht auf den Schwarzen, den Araber zeigen. Ja. Einigen Deutschen dann tatsächlich leider nicht so gesehen werde. Cedric geht auf eine Privatschule, studiert BWL in Berlin und macht seinen Master in London. Ich habe oft das Gefühl, dass ich, gerade weil ich dunkelhäutig bin und vielleicht nicht wie der typische Deutsche aussehe, schon nochmal zeigen muss, ich bin gebildet, ich kann mich gut artikulieren, ich bin jetzt nicht dümmer oder schlechter oder weniger effektiv als du. ZDF. Schon irgendwie so ein Minderwertigkeitskomplex irgendwo, ne? Ja, ja. Ja, er sagt natürlich, der kommt nicht von irgendwo her, sondern halt, weil er immer diese bösen Erfahrungen gemacht hat. Ja, ich bin ein bisschen matt, muss ich echt sagen, weil das sind mir alles zu schwache Beispiele bisher. Viel zu schwache. Wir können es doch mal anders aufziehen. Wenn Deutschland wirklich so rassistisch wäre, wie du das hier oder wie diese Doku das hier skizzieren will, dann hättest du entweder einen gebrochenen Schädel oder du wärst nie das, was du jetzt bist. Richtig. Mit deinem Status und so. Und vor allem könntest Straßenkern du nicht oder was weiß ich nicht. Im öffentlich finanzierten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eine Scheiße über Deutschland reden. Ja. Wenn Deutschland so krass rassistisch wäre. Das dürftest du nicht. Es wäre dir verboten. Beziehungsweise, du könntest das reden, aber sie würden es so zusammenschneiden, dass du halt unvorteilhaft dastündest. Ja, ja, ja. Also erzähl jetzt, uns keine Scheiße. Wie der typische Deutsche aussehen würde, glaube ich nicht, dass der Druck, sich so gut ausdrücken zu können, so groß gewesen wäre, muss ich fairerweise sagen. Der Druck, sich so gut ausdrücken zu können, ja. Muss ich fairerweise sagen, fand ich lustig. Wow, du musstest unsere Sprache lernen, du Armer. Ist bei den Franzosen bestimmt ganz anders. Also, ja, und das meine ich jetzt natürlich sarkastisch, weil die Franzosen sind extremst pingelig, was ihre Sprache angeht. Also. Ja, und wenn du dann keine Fehler machen, dann mit Englisch ankommst, oh Gott. Ja, da geht's schon los. Die Sprache vom Erbfeind. Jessica besitzt eine eigene psychotherapeutische Praxis. Es gibt nur wenige schwarze TherapeutInnen. Sie kann die vier. TherapeutInnen. Ja. Ja, natürlich. Entschuldigung, aber es ist, also in meiner Welt ist das hardcore rassistisch zu sagen, es gibt nur wenig schwarze TherapeutInnen. Als wäre das irgendwie ein Ding, dass wenn du ein schwarzer Therapeut bist, dann bist du irgendwie anders unterwegs als ein weißer Therapeut anscheinend. Ja, das ist wieder so dieses klassische, irgendwo rassistische Ding, dass du dann Leute letztendlich doch wieder nach der Farbe ihrer Haut beurteilst und nicht nach ihrem Charakter, wie halt Martin Luther King gesagt hat, weißt du? Ja. Also ist doch egal, wie die Psychotherapeuten aussehen, ob die schwarz, weiß, lila oder gelb sind. Nee, also, du behandelst als Schwarzer die Leute ganz anders. Also, weißt du, dann ist deine Aura und die Kniffe, die du da machst. Das stimmt. Ja? Und die Bongo-Trommel, die du klopfst, das ist alles anders. Genauso wie ich mich damals gefühlt habe. Oh, ja. So kann ich mir total gut vorstellen, dass sich auch jetzt noch Kinder fühlen, ganz viele Kinder, die damit konfrontiert sind, weil man immer noch wirklich schwer das irgendwo hinpacken kann. Ne? Und da irgendwie das alles, was zu sehen, woraus man wächst. Boah, Heulklipp. Es ist wirklich ein Heulklipp. Buchstäblich. Zu irgendeinem Zeitpunkt war es für mich ziemlich klar, dass ich... Was denkst du, wie oft haben die diesen Take geschossen? Ehrlich gesagt, das kam mir sehr unspontan vor. Fandest du es? Kam gespielt rüber sogar? Ja, definitiv. Okay. Okay, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Durch den Schnitt und so. Das, ja. Okay. Ja, wegen mir. Als Psychotherapeutin in die Richtung gehen werde. Es gibt einfach viel zu wenig PsychotherapeutInnen, die damit gut umgehen können. Sie gendert ja sogar selber, da weißt du doch schon genau, wo die unterwegs ist. Weißt genau, wo die unterwegs ist, ja sowas von. Die das Thema wirklich ernst nehmen. Aus diesem Grund bietet Jessica außer ihrer normalen Psychotherapie auch einzelne Beratungssitzungen für Schwarze an. Alter. Hey, wir wissen nicht, wieso es noch Rassismus gibt. Warte, lass uns Rassismus selber betonen. Was kann schon schief gehen?
Lass uns die Patienten nach ihrer Hautfarbe aussuchen. Yay. Geil. Ah, Sie sind schwarz. Bitte gehen Sie in Behandlungszimmer 1. Oh, Sie sind weiß. Ah, Sie müssen warten und in Behandlungszimmer 2. Oh Gott. Die 26-jährige Rebecca hat gerade einen schwarzen Freund verloren, der Suizid begangen hat. Das ist schon der dritte schwarze Mensch, den sie kennt, der diesen Weg gewählt hat. Darüber möchtest du... Entschuldigung, aber vielleicht bist du das Problem, ich weiß ja nicht. Tut mir leid. Das war vielleicht jetzt ein bisschen zu hart. Ja, aber da kennt die auf jeden Fall sehr viele schwarze Menschen, die sie umgebracht haben. Also. Ja. Zufälle gibt's. Gemeinsamer Faktor sie, ne? Sie mit Jessica sprechen. Bei allen dreien habe ich so Rassismus als gemeinsamen Faktor gesehen. Dass es kein Auffangnetzwerk gibt und dass man so alleine ist eigentlich damit, weil man ja nicht darüber redet. Also unter anderem geht es um diese Identität und ich glaube, ja, das hast du wahrscheinlich auch oft gehört, so Identitätskrise. Diese Identitätsfindung oder Suche, ne, die findet ja auch stark nur deswegen statt, wenn man von außen immer irgendwas anderes gespielt. Das bist du nicht, das bist du nicht, das bist du auch nicht. Ja. Ich finde es gerade spannend, dass die Therapeutin, die selber sich diese Fragen stellt und nie angekommen ist, jetzt jemanden berät, der genau dieselben Fragen stellt. Also da kommt bestimmt was Produktives bei raus. Naja. Ja, ich bin gerade so ein bisschen mit mir überlegen. Also für mich hat das auch irgendwie was Pathologisches fast. Also, dass inwiefern? Naja, keine Ahnung. Also das sind ja schon krasse Minderwertigkeitskomplexe. Du bist hier geboren so als halbschwarze Person. Was war es bei ihr? Weiße Mutter, schwarzer Vater. Und dann machst du das wirklich zu deinem Berufsleben, dir den ganzen Tag Gedanken zu machen, warum die Weißen so böse sind. Und das in Berlin. Ja, und das in Berlin. Und legst dann alles auf die Goldwaage, jede kleine Bemerkung und machst, ja. Wie gesagt, wenn es jetzt große institutionelle Sachen gäbe, dann würde dir diese Doku das bringen. Es kommt halt am Ende immer auf kleine Bemerkungen raus. Und das, weswegen ich jetzt sage, auf die Goldwaage legen, weil das ist bei mir genauso, ja, ich habe es schon oft angesprochen, ich bin jetzt kein super großer Typ, ich bin ein kleiner Mann und ich habe schon häufig dumme Sprüche gehört oder so. Mhm, aber ich mache das halt nicht zu meinem Lebensinhalt. Also, weißt du, und du könntest es ja machen, es gibt doch diese eine Untersuchung, die sagt, für jeden Zentimeter, den du kleiner bist, musst du irgendwie 20.000 Euro mehr verdienen im Jahr oder irgendeinen Scheiß, ne? Ach, und bei Frauen. Um das zu kompensieren, was irgend so ein 1,80 Meter Typ hat. Ja. Ja, genau. Und das sind alles lächerlich. So Themen. Ich könnte jetzt anfangen, den ganzen Tag darüber rumzuheulen, über dieses Thema. Also, und ich kann sagen, die Versuchung ist groß, dass man da in so ein Loch fällt und dann sagt ja alle anderen sind scheiße und so. Aber das ist halt nicht der Weg. Man muss sich halt dann selber da rausholen und sagen, ach komm, dann scheiß auf die Leute, die jetzt Witze über dich machen oder so. Ja, wird schon alles werden. Ich habe halt anzustärken. Das Schlimme ist ja sogar in gewisser Weise, dass die Metrik bei dir irgendwie mehr zu erfassen ist als bei diesen, ja, ich fühle das, dies, das, tralala. Du kannst es ja wirklich richtig hart beziffern. Die Frau sagt, er muss größer sein als ich und ich bin 1,78. Ja, wobei ich sagen würde. Und dann bist du halt raus. Es ist halt Kacke. Wobei ich sagen würde, jetzt bei dem Thema Schwarz hier, die können das ja auch beziffern. Weißt du, von wegen, so und so viele Leute haben mich doof angemacht oder angesprochen auf meine Hautfarbe. Das würde ich denen schon geben. Aber okay, das Thema, worum es mir halt geht, man läuft halt schnell Gefahr in so einen. Ja, so ein bisschen so ein Selbst... Eine Abwärtsspirale, meinst du? Ja, so ein Selbstzweifelsog zu kommen. Also, dass man darauf so extrem viel Wert legt. Und ich sag das, weil ich auch manchmal so ab und zu so eine kleine Phase hatte. Aber im Nachhinein, es bringt nichts. Und ich habe das auch überwunden. keine Sorge. Es bringt aber nichts, sich da reinzusteigern. Und genauso ist es jetzt hier bei dem Thema... schwarz sein. Weißt du? Und wenn man das sogar als Lebensinhalt macht, also wenn man jetzt wirklich Psychotherapeutin wird und dann in der Doku hier so drüber mehrt und dann hat man Psychotherapiesitzungen speziell nur für Schwarze, also das halte ich schon alles irgendwie für sehr pathologisch, das meine ich. Ja. Vor allem, sie hat Psychotherapeutensitzungen für Schwarze als Physiotherapeut. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Was, als Physiotherapeut? Sie ist doch Physiotherapie. Nee, sie ist Psychotherapeutin. Sicher?
Okay, ja. Naja, vielleicht täusche ich mich. Dann habe ich es falsch aufgenommen. Ja, warte, wir gehen nochmal kurz. Da gab es noch das Schild hier, ne? Da wurde das Schild gezeigt, genau, als sie reingekommen ist. Moment. Dann ja, so, oh, jetzt ein Stück zurück, ja, warte, jetzt ja, kommt's gleich. Ja, hier. Praxis für Psychotherapie. Okay, dann habe ich es verkackt. Okay. Alles klar. Sibylla Prue, Master of Science, ja, genau. Okay, gut, wir waren bei 13, ja. Irgendwas. Gut. Nicht, das bist du nicht, das bist du auch nicht, ja, und das bist du, aber. Ja, damit kann ich mich selbst gar nicht identifizieren, ne? Ja. Ich würde sagen, dass durch Rassismus immer wieder die Botschaften so ankommen, sei nicht da, du bist hier nicht gewollt, du bist hässlich, du bist eklig, du bist nicht okay, wie du bist. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Fass, das jeden Tag durch Stress immer wieder mit jeder Rassismuserfahrung landet wieder ein Tropfen drin. Und ja, wenn das dann zum Überlaufen kommt, dann könnte sich das in bestimmten Erkrankungen zeigen, wie zum Beispiel, naja, dass Menschen depressiv werden, könnte das ja auch zu Suizidgedanken, Handlungen führen. Also, Entschuldigung, ich habe jetzt die ganze Zeit hier mal den Hintergrund beobachtet. Das ist ja so divers. Das ist jetzt nicht, sie ist die einzige Schwarze und ansonsten sind alle weiß. Das ist ein Mischmasch an Kulturen. Worüber redet diese Frau? Mafambi, du weißt nicht, wie es ist, die einzige Schwarze im Dorf zu sein. So ein kleines Little Britain Zitat. Ja, das ist wirklich Heulen auf ganz hohem Niveau. Also wenn man in Berlin wirklich über sowas sich echauffiert. Ja, ich glaube dir das einfach nicht. Die steigert sich da extrem in was rein. Extremst in Berlin. Sie muss es ja machen, das ist ihre Geschäftsidee, ne? Ja, das ist ihr Geschäft. Und das meine ich, das ist dieses Pathologische, das wird auch irgendwo so ihr Lebensinhalt sein. Ja. Das ist gar keine gute Idee. Schwarze Suizidbegehen wurden bis heute nicht erhoben. Jessicas Mann Peter ist in Süddeutschland aufgewachsen. Er hat durch das Zusammensein mit Jessica viel gelernt. An ihrer Seite erkennt er, wie weiße Deutsche oft mit dem Thema Rassismus umgehen. Er hat viel gelernt, er ist einer der Guten. Ja. Oh Gott. Kurze Frage, wollen wir aufhören? Das ist jetzt, wir sind knapp bei der Hälfte und wir haben 50 Minuten ungefähr. Habe ich mir auch überlegt, ja, weißt du was, dann machen wir das jetzt an der Stelle. Gut. Das ist ein guter Szenenwechsel gerade. Ja. Okay, genau, dann steigen wir nächstes Mal ein bei dem Mann von der guten Frau hier. Ja. Der kommt ja aus dem tiefsten Bayern oder aus dem Ländle. Ja. Da ist nichts Gott, schwarz, Gott. Außer der Schwarzwald, keine Ahnung. Es ist. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr meint, liebe Zuschauer, ob das jetzt hier eins dieser Beispiele, die wir in 14 Minuten gebracht haben, irgendwie wirklich ein sinnvolles Beispiel ist für Rassismus-Erfahrung in Deutschland. Also, sehe ich halt nicht. Also, es geht hier wirklich um irgendwelche Bemerkungen von irgendwelchen Leuten. Also, ich meine, klar sind jetzt nicht alle Leute, denen du auf der Straße begegnest, nett. Da erzählen auch manche Leute Scheiße. Wie gesagt. Ja, Mensch. Auch bei mir jetzt zum Beispiel mit Thema Größe oder so. Aber da fange ich doch an, im Fernsehen darüber rumzuheulen und so eine Doku zu machen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie man das vergleichen kann. Also ich finde das absolut irrelevant, diese Doku. Ja. Also bis jetzt, also wie gesagt, vielleicht kommt jetzt in der zweiten Hälfte so der Höhepunkt, wo es dann wirklich mal richtig hart wird. Aber bis jetzt, es ist halt aller Welts Gejammer irgendwie. Ja, Gejammer. Es gibt andere Menschen, die hassen dich, weil sie einen schlechten Tag haben. Oder was heißt hassen? Die machen irgendeine abfällige Scheiße. Mhm. Lernen damit umzugehen. Meine Fresse. Genau. Scheiß auf diese Leute. Ja. Gut, die wirst du nie wiedersehen in deinem Leben. Ja, lebe dein Leben und scheiß auf die. Na gut, liebe Leute, aber wir werden euch hoffentlich wiedersehen und hören. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.